Halleluja. Wir können Platz nehmen, da wo wir sind. Du siehst, Sika. Wir können Platz nehmen. Du siehst, Sika, ein bisschen Kuwanda. Und wir wollen nun die, die Zeugnisse hören. Gibt es jemanden, der Gott zeugen möchte? Dann kann er sich erheben und nach vorne kommen. Ja, du kannst nach vorne kommen, Schwester. Achso, okay. Gut, ich sehe, es gibt keine Zeugnisse. Möchte vielleicht jemand für den Herrn singen? Niemand? Azate? Wir applaudieren für den Hirten. So bitte in selber Bock. Kolela kombo na yo na monoko na ye frema ezanga ti ah tata sokezali sumwe pona kotungisa kombo na yo nzambe kopese tumbute yawe sokeza mabeu pona kotungisa kombo na yo tata Opese tumbute, ah, yeah. Tozi sous occasion koyemba lelo, ah. Oh Yahweh, oh, oh Yesué, tata, losambo nanga, oh Yesué. Kolela nanga, hey. Oh Yahweh, oh, oh Yesué, yoka, kolela nanga, oh Yesué, yoka, kolela nanga. Zambe mwana mobola soki akolela. Kombo na yo na monoko na ye vraiment ezanga tse Zambe mwana mobola soki akolela Kombo na yo na monoko na ye vraiment ezanga tse Oh tata soki ezali sumwe pona kotungisa kombo na yo nzambe kopese tumbute ah Yahweh, sokeza mabeu, pona kotungisa kombo na yo nzambe, kopese tumbute, ah. Na ye lokola Jacobe, nakolemba kotungisa yo te nkolo soki yo opamboli te. Na ye lokola Ritie. Na kolemba kotungisa yo te nzambe soki opesi bowazi te ah. Na ye lokola anae Na kolemba kotungisa yo te nkolo soki opesi samuele te ah. Na ye lokola abrame Na kolemba kotungisa yo te nzambe soki namoni izaki te hey.
Naye lokola Jacobe nakolemba kotungisa yo te Nzambe soki opesi Israel te kolo Naniye Tata ole kinzela ninye Yawe natambo limbo kamboka Kakapona koluka bomengo Awo pimelinga bomengo Pesangata bomengo abolingo Yawe ole kinzela ninye Tata obomba minga wapi Alleluia, wir applaudieren für den Herrn, applaudieren, applaudieren, applaudieren für den Herrn. Alleluia. Amen. Wir wollen nun das Wort Gottes hören. Seid ihr hungrig? Eske bozana nzala. Ich sehe keine hungrigen Gesichter hier. Seid ihr hungrig? Eske bozana nzala. Dann wollen wir uns erheben, da wo wir sind. Und ich bitte die Anbeter, uns nochmal mit einem Gesang zu begleiten, damit wir den heutigen Diener oder die Dienerin Gottes empfangen können. Während die Sänger singen, werden wir für unsere Herzen beten und für das Wort Gottes. Wir beten im Namen des Herrn. Allmächtiger Gott, allmächtiger Vater, Herr, wir kommen vor deiner Präsenz nochmals, vor dein Angesicht, Vater, um unsere Herzen hier an deinen heiligen Händen zu lassen. Das Wort, Herr, das du uns übermitteln wirst, Vater, möge es, Herr, Vater, dein Wort sein, Herr, wir lassen deine Dienerin hier an deinen heiligen Händen, Vater, möge nichts Unverfälschtes, Vater, nichts, Herr, was uns davon abbringen könnte, Herr, hier präsent zu sein, Herr, einen Platz finden, Herr, im Namen Jesus Christus. Mögest du zu uns sprechen, mögest du zu unseren Herzen sprechen, Vater. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Augen, Vater, für das, was du uns offenbaren willst, allmächtiger Gott. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Nimm die Kontrolle, Yahweh. Vater, ich komme heute zu dir und danke dir für die Gelegenheit, die du uns gibst. Danke, dass du uns ein weiteres Mal erlaubst, vor dir zu treten, um dein Wort zu hören. Herr Vater Christus, dass ich verschwinde und du dich manifestierst und ich lediglich ein Instrument bin, das du heute benutzen möchtest. Herr Vater Christus, dass dein Wort, das du heute uns bringst, wie ein Schwert durch das Messer deines Volkes durchgeht, damit sie verstehen, was du zu ihnen sprichst und sie Buße tun, Herr Vater.
Vater Christus, dass dieser Raum von deinem Blut und von deinen Flammen gereinigt wird und dass deine Gegenwart Gegen wird. Alles, was vom Teufel ist, von Ablenkung, von Kleinigkeiten, Baba, möge keinen Platz in unserer Mitte finden, denn du allein, der König, regierst in diesem Augenblick. Sei gepriesen und gelobpreist, im Namen Jesus Christus haben wir gebetet. Amen. Amen. Wir dürfen uns hinsetzen. Ich begrüße euch im Namen des Herrn. Ich freue mich noch ein weiteres Mal vor euch stehen zu dürfen. So. In der Bibel steht, ehre deinen Vater, ehre deine Mutter, damit deine Tage auf der Erde hier ewig wären. Exodus 20:12. Keine Sorge, wir werden heute nicht über Eltern, Kinder predigen. Aber das, diesen Vers können wir tatsächlich auch an das Volk Gottes, dem Haus Gottes, adaptieren. Denn so ein ähnliches, so einen ähnlichen Vers gibt es auch für die Kinder Gottes. Viele verlassen sich in Bezug auf wie sie sich verhalten, wie sie sich geben, auf die heutige Zeit. Genau, dabei sagt die Bibel aber das Gegenteil. Verlasst euch nicht auf das heutige Zyklus. Doch das sagt den vielen nichts. Sie haben ihre Haltung und rechtfertigen ihre Haltung. Und genau heute kommt der Herr und will eure Haltung brechen. Er möchte, dass ihr heute Buße tut. Er wird euch heute zurechtweisen. Wir Kinder Gottes sind mittlerweile die, die den Pastoren dieser Welt sagen, was sie zu predigen haben. Wir sagen ihnen, nein, das predigst du nicht, wir wollen lieber, dass du darüber predigst. Aber wer bist du, um den zu bestimmen, was ein Prediger zu predigen hat? Und tut der Pastor dies nicht, geht der Pastor nicht den Wunsch eines Volk Gottes ein, nach, ist dieses Volk eingeschnappt und geht fort. Und sie verlassen die Kirche. Mit Worten wie, in dieser Kirche predigt man nur Befreiungen, aber keine Segnungen. Weil sie von Pastoren verlangen, dass sie über Segnungen predigen. Über Reichtümer. Dabei verlassen sie einen Ort, wo der Herr sie eigentlich segnen möchte. Was ich gut fand zu Beginn, ich habe mich nicht mit unserer Moderatorin abgesprochen. Aber sie sagt tatsächlich, es gibt einen Teil des Menschen und es gibt einen Teil des Herrn. Und sie hat euch nochmal darauf aufmerksam gemacht, damals zu Ostern, das Wort, das ich gepredigt hatte, dass wir nicht mehr im Gefängnis uns befinden. Der Herr hat wahrhaftig sein Teil getan. Und jetzt gibt es den Teil des Menschen. Tatsache ist, wir Menschen, wir verhalten uns, wie wir uns verhalten wollen. Wir verhalten uns wie die Zeit, die Welt uns das zeigt. Wir verhalten uns nicht wie, wie das Wort Gottes will, dass wir uns verhalten. Wir erlauben uns über Diener Gottes das Schlechte zu sagen, sie zu bespucken, sie zu beleidigen, über sie zu lästern. Aufgrund einiger Kleinigkeiten, wie dem ich gesagt habe, sie predigen nicht das, was ihr wollt, dass sie predigen. Und das, in der Richtung geht auch unser heikles Thema heute. Denn
Wir haben es letztens gesehen, unser Pastor hatte mal über Homosexualität gepredigt. Donc on a jour mort quand notre pasteur a été sur l'homosexualité. Er wurde viel kritisiert. Et puis azala qui critiquait. Und es wurde viel gesagt. Et puis batuba loba qui a ébélé. Und seine Predigt wurde tatsächlich von YouTube geblockt. Et puis YouTube a été bloqué azala qui matait anaï. Weil die heutige Zeit, parce que temps présent, heute die Wahrheit nicht mehr verträgt. Ils ont supporté vérité les sous. Die heutige Zeit, temps présent, möchte keine Wahrheit mehr. Ils ont les sous vérité. Aber Gott wird heute Wahrheit sprechen. Gott wird heute Wahrheit sprechen, damit ihr Buße tut. Er sagt zu den Kindern, habt Achtung vor euren Eltern, damit eure Leben lange werden hier unten. Er sagt auch uns, das Volk Gottes, habt Achtung von meinen Dienern, damit euer Leben hier unten ewig wird. Und so lautet auch unser Thema. Achtet die geistlichen Leiter für euer eigenes Wohl. Besser gesagt, respektiert die geistlichen Leiter für euer eigenes Wohl. Ja. Gott wird heute sprechen. Wir sind im ersten Buch von Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 12 bis 13. Ich würde den Pastor bitten, auf Französisch zu lesen, wenn er es gefunden hat. Also noch ein wenig Geduld, bitte. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, ja, verset 12 bis 13. Verset 12 à 13. Wir erheben uns, um das Wort Gottes zu hören. Tokote mapona to tanga parole nzambe. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 13. Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. C'est la parole de notre Seigneur. Amen. Ich bitte noch einmal für uns Römer Kapitel 13 zu lesen, Vers 1 bis 7. Donc on a Romains chapitre 13 versets 1 à 7. Nous lisons Romains 13 verset 1 au verset 7, j'ai lu la parole de notre Seigneur. Amen. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui seront attirés, car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur d'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera, car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour la même raison que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent, sont eux aussi au service de Dieu.
dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. C'est la parole de notre Seigneur. Amen. Amen, wir dürfen Platz nehmen. Du siehst Platz. Ich werde nicht auf Deutsch lesen, ich spare mir die Zeit. Narotang an Almante Akose Atan. Ich glaube, wir alle haben 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 12 bis 13 gelesen. Totang in 1. Thessalonicien 5, 12 à 13. So, let's start. Doban. Da spricht die Bibel von Achtung. Bibel so tali sabisa attention. Achtung, das andere Wort dafür ist Respekt, Wertschätzung oder Ehrfurcht. Bible so tali sabisa bon estime, ou la qui sait que considérer, que respecter. Ich glaube, dieses Wort brauchen wir euch nicht klar zu definieren, denn ihr habt die vier Wörter. Je crois pas que définir les aliments on a passé tout ça. Und ihr versteht, was die Bibel mit Respekt und Achtung meint. Totang pito comprendre lo que Bible so loba par rapport à respect, par rapport à estime. Wenn wir in unserem Thema sagen euer eigenes Wohl, tanto so loba na thème na biso pour votre propre bien. Dann heißt es für euer Leben, für das, was ihr in eurem Leben tut, für das, was ihr in eurem Leben vorhabt zu tun. Und wenn wir auch von geistlichen Leitern sprechen, berufen wir uns auf Epheser Kapitel 4, Vers 11. Da sagt der Herr, denn die einen waren Pastoren, Aposteln, Evangelisten, Propheten und Lehrer. Und fortführt Apostelgeschichte 20:28 dies, sagt noch dazu, dass sie ausgesucht sind vom Heiligen Geist, von Christus selbst gesendet. Und in Matthäus 28, um mit der Autorität des Heiligen Geistes zu sprechen. Das ist die Definition unseres geistlichen Leiters. Wir werden nun unseren Vers komplett auslegen. Ich werde ganz langsam anfangen. In Vers 12, 1. Thessalonicher 5, Vers 12, beginnt Paulus damit zu sagen, wir bitten euch aber, ihr Brüder, in anderen Versionen Brüder und Schwestern, Paulus bittet die Gemeinde. Also er kommt auf die Gemeinde Thessalonica damals zu mit einer großen Bitte, die er vom Herrn erhalten hat. Denn wir sollten nicht vergessen, die Aposteln haben die Autorität von Christus selbst bekommen. Also kommt diese Bitte wahrhaftig vom Herrn selbst. Denn der Herr spricht durch seine Apostel zu seinem Volk und zu seiner Kirche. Und nun spricht er durch Apostel Paulus und nähert sich mit der Bitte an das Volk des Herrn. Zweitens führt er fort, also unser zweiter Punkt, ehre den, der vor dir steht. Also wir sagen, ehre den Pastor, ehre den geistlichen Leiter. Wir haben geistliche Leiter zu ehren. Basierend auf ihr Wissen, das sie empfangen haben. Basierend auf das, was sie für uns tun. Was sind denn die wahren, wer sind denn die wahren Pastoren oder geistlichen Leiter? Das legen Paulus und Barnabas uns in der Apostelgeschichte 14:23 nieder. Und machen aufmerksam, dass diese Personen genau die sind, die diese Salbung vom Herrn bekommen haben. Also die Leiter donc, sind eine Gnade, ein Geschenk,
basali kado basali une grâce. Laut, so laut Epheser 4, selon Epheser 4, den der Herr an seine Kirche gegeben hat. Und zambe apesi na lingomba na ye. Sie sind Auserwählte des Herrn. Basali ba élu de Dieu. Die sind die unteren Führer. Basali ba conducteur des geistlichen Volkes. Ja, oh, basali peuple de Dieu. Die sich aber wiederum ba oyope, selber bei dem Führer aller Führer wieder melden müssen. Ba oh, basana konta rendre na maître oh, basali nzambe. Das heißt, sie müssen immer dem Herrn berichten, was abgeht. Donc il faut pas passer un zambe rapport na oba zo sala. 1. Petrus 5, 2 bis 4. 1 Pierre 5, la Xiviso. Vielleicht lesen wir später nochmal. Da sagt man, da spricht man auch tatsächlich, dass sie immer wieder diese Rückmeldung zu leisten haben. Bazo tali sabiso ke ba serviteur, il faut pas passer zali rapport et pas un zambe. Und nun sagt Paulus hier, wir sollen diesen geistlichen Leiter ehren. Yango apporte Paul le bifote ba ko honoré ba sali wana. So wie die Thessaloniker damals in ihrer Zeit. Ndenge ba Thessaloniciens ba die Leiter nicht respektiert haben, tun wir das heute auch nicht. Wir in unserer heutigen Zeit respektieren und achten nicht die Leiter, die vor uns gestellt worden sind. Denn sie haben, obwohl sie diese Autorität vom Herrn bekommen haben, malgré autorité aux anakats na bango, erlauben wir uns, über sie zu richten. Erlauben wir, Verfluchungen über sie zu sagen. Erlauben wir, sie zu beleidigen. Erlauben wir, hinter ihrem Rücken zu gehen und über sie zu lästern. Der dritte Punkt, der Paulus aufführt, die, die hart arbeiten, die geistlichen, die wahren geistlichen Leiter, sind die, die hart arbeiten. Sie mühen sich einen ab, für das Volk Gottes. Sie tun alles für das Volk Gottes. Denn das Volk Gottes ist ein Volk, das erfolgreich sein muss. Und dafür haben sich die geistlichen Leiter einzusetzen. Für den Erfolg dieser Leute. Die Arbeit eines geistlichen Führers besteht darin, dieses Volk zu lehren, zu beraten, zurechtzuweisen, für sie zu beten, ihn zu schulen, ihnen das Wort Gottes intensiv näher zu bringen und sie auch zu ermahnen, wenn sie falsch gelaufen sind. Und auch einer ihrer Arbeiten ist es das Erleiden der Verfolgung aufgrund des Wort Gottes. Der vierte Punkt, den Paulus anspricht, Pastoren sind euch übergeordnet. Die sind uns übergeordnet. Nicht wir sind ihnen übergeordnet, sondern sie sind uns übergeordnet. Nicht wir haben auf sie zuzugehen und zu sagen, Pastor, du hast dies zu predigen, sondern sie selber bestimmen, was sie zu predigen haben. Deswegen mag ich den Pastor sehr, er sagt zu uns, er kümmert sich um die spirituellen, geistlichen Angelegenheiten. Alles andere können wir mit ihnen gerne ausdebattieren, weil er uns übergeordnet ist, weil er diese Autorität vom Herrn bekommen hat, weil er auch durch diese Übergeordnetheit Rechenschaft an dem Herrn zu geben hat. Fünfter Punkt. Pastoren haben uns zu ermahnen. Sie haben das Recht, uns zurechtzuweisen. Sie haben das Recht, die Kinder Gottes zurückzuziehen, wenn sie falsch gelaufen sind. Sie haben das Recht, uns zu sagen, da hast du gesündigt. Und du, Kind Gottes, hast zu gehorchen. Sechster Punkt. Sixième point. Wir müssen sie immer in höchster Achtung halten. Il faut zalana estime. Wir müssen sie mehr in Liebe achten. Il faut zalana amour envers eux. Jetzt nehmen wir mal das Ganze komplett auseinander. Ja? So fun, la una totalité. Paulus sagt, wir müssen sie in höchster Liebe halten. Paul, alors, il faut zalana bango na amour ya makasi. Aber was tun wir? Mais biso to salani. Diese große Liebe, von der Paulus spricht, amour, oh, apôtre Paul, diese bringen wir unseren geistlichen Führern nicht entgegen. To so, ba, komme, la, ba, wir haben hier viele Predigten die letzten Sonntag
Sonntage gehört. Der hörte Jean-Charles predigte von einer neuen Identität im Herrn. Und diese neue Identität kommt mit den Früchten des Heiligen Geistes. Und wenn wir Galater 5, 22 lesen, sagt uns die Bibel, die Früchte des Geistes sind ist die Liebe. Und ich bleibe da nur stehen, weil die Liebe ist das erste, der erste Punkt, der aufgezählt wird. Und Paulus macht darauf aufmerksam, dass die der Herr uns übergeordnet hat. Wir haben sie mit mehr Liebe in Achtung entgegenzukommen. Aber wir kommen ihnen nicht mit Liebe entgegen. Also sag mir wirklich, hast du eine neue Identität in Christus gefunden? Hast du wirklich eine neue Identität gefunden? Bist du wirklich zum neuen Menschen geworden? Denn wenn ja, hast du diese Frucht des Heiligen Geistes zu tragen. Die Liebe, von der Paulus uns spricht, die Liebe, von der das Wort Gottes uns spricht, du hast sie zu tragen. Egal, ob dir das Wort, was der Pastor dir bringt, nicht gefällt. So wie Paulus sagt in Vers 13, du hast sie mit mehr Liebe in Achtung entgegenzukommen. Aber was wir tun, wir haben ihnen, wir kommen ihnen mit mehr Spott entgegen. Wir kommen ihnen mit mehr Spott entgegen. Statt Respekt geben wir ihnen Spott. Nun sagt mir bitte, Volk Gottes, wo ist diese Liebe, von der eure neue Identität Preis zeigen soll? Wo ist diese Liebe, die der Hörte Jean-Charles uns gepredigt hatte in Bezug auf unsere neuen Identität? Die haben wir nicht. Denn verspottest du den geistlichen Leiter, kannst du von dir nicht behaupten, du hast eine neue Identität. Denn Galater führt weiter fort, Güte und Freundlichkeit kommen mit her. Wie willst du Güte haben, wenn du Liebe nicht haben kannst? Denn all, und das ist das Größte von denen, ist die Liebe. Und durch die wird alle Frucht Gottes gezeigt. Aber du hast nur Spott. Wir sagen, wer bist du, wenn die Diener Gottes kommen und uns ermahnen, wenn der Pastor sagt, da hast du gesündigt, sagst du, wer bist du, um über mich zu richten? Ihr nehmt ein Vers außerhalb des Kontexts und ballert ihn auf einen geistlichen Führer, der von dem Herrn die Autorität über euch bekommen hat, euch zu ermahnen, euch zurechtzuweisen. So wie Römer 13 es uns sagt, sie haben uns zurechtzuweisen, weil sie die Autorität von Gott bekommen haben. Glaub mir, meine Brüder, sie hätten auch was Besseres zu tun. Sie hätten auch ihre Leben leben können, um ihre Familie zu kümmern. Aber sie kommen auf euch zu, um euch zu ermahnen. Und ihr sagt, wer bist du, um mich zu ermahnen? Wer bist du, um über mich zu richten? Achtet manchmal auf die Wörter, die ihr den geistlichen Führern gebt. Die Pastoren sind euch übergeordnet. Sie müssen die Schafe führen. Sie haben eine Rückmeldung zu leisten an Gott, also Jesus Christus. Ich weiß, wir sagen, Jesus ist der Anwalt an der Rechten des Herrn. Aber wisst ihr, von wem Jesus Christus diesen Bericht über euch bekommt? Ist der, der über euch, von euch übergeordnet ist, der geistliche Leiter, über den ihr lästert, über den ihr verspottet, über den ihr beleidigt. Nun sag mir, was für ein Bericht hatte Jesus Christus zu geben, damit Jesus
Was für einen Bericht hat der geistliche Führer Jesus Christus zu geben? Rapport ni serviteur de Dieu à copier c'est pas na Yesu. Damit Jesus Christus den Herrn Gott Yesu Masia qui n'est pas en Zambe als dein Anwalt agiert. Aya pas né comme avocat et vous plaider. Die geistliche Führer nichts Gutes für euch zu sagen haben. So qui pas serviteur de Dieu pas na maloba malamu te pona bino. Wird Jesus Christus auch nichts Gutes für euch sagen? Yesu Masia pas kozana maloba malamu te pona bino. Wenn ihr die geistliche Führer beleidigt, so qui bozo ko finga ba serviteur de Dieu. Haben sie kein gutes Wort für euch zu sagen? Bakozana parole ya malamu te ko adresser pas en Zambe. Sie sind die, die der Herr uns hier als Führer gegeben haben. Sie sind uns übergeordnet. Sie haben diese Rechenschaft zu leisten am Herrn. Aber wie sollen sie das denn machen, wenn wir uns schlecht verhalten? Was sollen sie Gutes sagen? 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 14. 1. Pierre 12, 14. Da sagt die Bibel, oder den Statthalter als Gegengesandten zur Bestrafung der Übertäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Oder den Statthalter als Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und den Lob derer zu tun. Et puis eux ali ko sanjela mana bango. Die haben diese Macht als Statthalter. Donc bango bazui eux ali cette autorité. Als geistliche Führer. Comme ba conducteur spirituel. Das ist 1. Petrus Kapitel 2 Vers 14. 1 Pierre chapitre 2 verset 12 à 14. Sie haben diese Macht. Donc bango bazana autorité. Uns zu bestrafen. Ya ko ba ko punir. Und uns zu segnen. Et puis ya ko ba ko pambola biso. Nun die euch übergeordnet sind. Ko ba o bazali supérieur. Ihr beleidigt sie. Bino bozo finga. Ihr lästert über bozo sie. Tonga. Ihr verspottet sie. Was auch immer ihr noch alles macht. Wie sollen sie euch segnen? Dann können sie euch doch gleich verfluchen. Ihr habt nicht zu sagen, du hast mir das nicht zu sagen, du darfst das nicht sagen, du darfst mich nicht verfluchen. Sie sind die Autorität, die vom Herrn gesalbt sind über uns. Und die Bibel sagt, sie haben dieses Recht. Sie haben dieses Recht, das zu tun. Sie arbeiten nämlich hart für uns. Zumindest können wir doch das anerkennen. Aber nicht mal das können wir anerkennen. Oh nein, der Pastor nimmt sich keine Zeit für mich. Oh nein, der Pastor hat immer nur 30 Minuten für mich. Oh nein, der Pastor ruft mich nie an. Aber der Pastor nimmt deine Anrufe einmal im Monat vielleicht um 3 Uhr, um 4 Uhr an. Und das erkennst du nicht an. Aber du spott es weiter. Du lässt das weiter. Über den Gesalbten des Herrn. Und ehre den Pastoren, den geistlichen Leitern. Wir haben die ganze Zeit von dieser Ehre gesprochen. Die bringt mit her die Liebe, von der Paulus uns spricht. Durch diese Ehre, durch diesen Respekt, den wir ihnen geben, werden wir viel Wohlergehen in unserem Leben empfangen. Der Hirte, André, hat letztens gepredigt Berger André, über die Befreiung. Sucht nach der Befreiung. Viele unter euch, sie sind gekommen, nach der Befreiung zu suchen. Man hat für euch gebetet. Aber fragt euch nicht, warum keine Besserung geworden ist. Ich will euch jetzt genau die Wahrheit sagen, warum. Aufgrund eures Spottes, Lästerungen, Beleidigungen, den ihr den geistlichen Leitern gebt. Denn die Schwester-Moderatorin sagte es. Es gibt einen Teil des Herrn und es gibt einen Teil des Menschen. Der Herr hat seinen Teil getan. Er hat uns einen neuen Bund gegeben. Eine Segnung erwartet uns. Aber du selbst als Mensch machst nichts dafür. Du selbst als Mensch verspottest, beleidigst die Diener Gottes. Du kannst so viele Befreiungen haben, wie du willst. Solange du lässt das und die Diener Gottes beleidigst, empfängst du keine
keine Befreiung. Okozwa ata deliverance mokote. Du empfängst keine Befreiung. Okozwa deliverance ata mokote. Wenn du eine Befreiung gesucht hast, weil du krank warst. Soko lokake deliverance parce que tu étais malade. Will ich dir ins Gewissen rufen? Frag dich selber. Hast du nicht damals irgendwann einen Pastor beleidigt? Hast du nicht damals irgendwas über einen Prediger gelästert? Und das ist der Grund, warum du heute nicht frei bist. Raison, parce que za liberté. Geht nicht, sucht nicht links, rechts, man Doki oder sonst was. À gauche, à droite. Ihr selbst seid euren Doki in eurem Leben. Wer gibt euch das Recht, über geistliche Führer zu lästern? Wer gibt euch das Recht, sie zu beleidigen? Ich will euch eins sagen. Respektiert ihr die geistlichen Führer vor euch. Respektiert der Gott. Nochmal, respektiert ihr die geistlichen Führer vor euch. Respektiert ihr Gott. Respektiert ihr sie nicht. Respektiert ihr Gott nicht. Das heißt im Prinzip, Gott verweigert euch die Befreiung. Gott verweigert euch die Befreiung. Am Donnerstag hat der Pastor bei WD Prière gesagt, da ging unser Thema vor, den Weg des Sieges. Et ça là qui sur la marche avec la marche de la victoire. Diesen Sieg, auf diesen Weg wirst du niemals laufen. Dans cela on ne peut tambola jamais. Diesen Weg wirst du niemals beschreiten können. Jamais. Weil du dir selber ein Hindernis parce gelegt hast. Parce que obstacle. Weil du denkst, du kannst die geistlichen Führer beleidigen. Weil du denkst, du kannst auf die geistlichen Führer sagen, nee, du hast kein Recht mehr irgendwas parce zu sagen. Parce que quand ce coquin reprocher aux ali va serviteur. Ihr solltet wissen, die vor euch stehen, sind repräsentativ für Gott. Und damit gehorcht ihr Gott nicht. Damit respektiert ihr Gott nicht. Selbst David hat verstanden. 1 Samuel 26, 9-11, David hatte verstanden, dass er den Gesalbten Gottes nicht anfassen durfte. Denn würde er ihn anfassen, würde er schuldig gesprochen. Du bist schuldig gesprochen, weil du die geistlichen Leiter angerührt hast. Du bist schuldig gesprochen, weil du die geistlichen Führer beleidigt hast. Du bist schuldig gesprochen, weil du über sie gespottet hast. Und heute will der Herr, dass du dich bekehrst, weil dadurch, durch deinen Spott, durch deine Lästerung, hat er dir die Segnung verwehrt. Er hat dir die Segnung verwehrt. Wenn ein Mann wie David versteht, dass er ein Gesalbt nicht anrühren kann, warum versteht ihr das nicht? Warum versteht ihr das nicht? Aber ihr nehmt euch diese Audacität und kommt und beleidigt die geistlichen Führer. Und dann sagt ihr, ich will Segnung. Du wirst keine Segnung bekommen. Auf dieser Lauf, auf dem Weg des Sieges, von dem der Pastor gesprochen hat, du wirst es nicht haben, weil du dich schuldig selbst gesprochen hast. Du hast die Autorität beleidigt. Du hast Gott beleidigt. Du hast Gott verspottet. Und Gott verwehrt dir die Segnung. Sucht nicht in euren Familien die Hexer. Sucht nicht außerhalb in Berlin oder in der Kirche. Ihr selbst habt euch schuldig gesprochen. Ihr selbst habt euch schuldig gesprochen. Weil ihr Gott nicht respektiert. Wir sehen die Kinder von Eli. Sie haben das angefasst, was Gottes war. Sie haben die Worte Gottes missachtet. Sie haben das Fleisch genommen, was Gott gehörte. Sie haben alles genommen, was Gott gehörte. Sie haben angefasst, was Gottes war. Was seht ihr, was aus denen geworden ist? Sie sind gestorben. Selbst Eli, er, der eigentlich von Gott erwählt worden war, aber Gott hat ihn das Leben geraubt. Weil Gott sah, dass er selber nicht auf das Wort Gottes geachtet hat.
geachtet hat, weil er die Kinder machen gelassen hat. Leute, ihr macht, was ihr wollt, ihr beleidigt die Pastoren, ihr beleidigt die Hirten. Gott kann euch eure Leben entrauben. Gott kann euch eure Leben entrauben. Und das ist niemands anderen Schuld außer deine eigene. Und das ist heute die Wahrheit. Bekehrt euch. Ich weiß, wir Christen, wir mögen die Wahrheit nicht. Aber der Herr wird heute die Wahrheit sprechen. Weil die Art und Weise, wie sein Volk läuft, missachtet den Herrn. Missachtet den Herrn. Und der Herr will euch heute ermahnen, dass ihr euch bekehren müsst. Tut Buße für eure Sündtaten. Du, der weißt, du hast eines Males irgendwann ein Diener Gottes beleidigt. In dir, fang schon an zu beten. Fang an zu sagen, Gott, es tut mir leid, weil ich dann und dann beleidigt habe, weil ich dann und dann dies gesagt habe. Gott, entnehme mir nicht meiner Segnung. Du denkst, du fragst dich, warum komme ich in meiner Ehe nicht vorwärts? Warum heirate ich nicht? Warum finde ich keinen Partner? Hey, du bist selber schuld. Gott wird dir das nicht geben, weil du eines Tages entschieden hast, den Diener Gottes zu disrespekten. Du hast den Diener Gottes disrespektet. Und nun suchst du Ehe. Gott wird dir das verwehren. Gott wird dir das verwehren. Gott wird dir das verwehren. Du kriegst es nicht. Du suchst eine Arbeit. Gott wird dir das nicht geben, weil du sie beleidigt hast. Weil du die Gesalbten Gottes beleidigt hast. Weil du über sie lästerst. Du brauchst nicht vor sie Angesicht zu Angesicht sie zu beleidigen. Gott selber sieht doch, dass ihr sie beleidigt. Gott selber sieht, dass ihr sie beleidigt. Selbst wenn sie es nicht wissen. Selbst so wie die hier sitzen, die wissen es nicht. Gott weiß, dass du eines Tages was Schlechtes über den Hirten André gesagt hast. Dass du eines Tages den Hirten Berger Charles verspottet hast. Dass du eines Tages über den Pastor hergezogen bist. Der Gott wird dir alle Segnungen verwehren. Selbst wenn er am Kreuz den Sieg geholt hat für dich, hat er dich aufgrund deiner Schuld dieses Sieges entraubt. Sucht nicht nach der Segnung, wenn ihr wisst, ihr seid in der Sünde. Sucht nicht nach der Segnung, wenn ihr wisst, ihr habt die Diener Gottes beleidigt. Selbst Nabal wurde geschlagen, weil er unfreundlich gegenüber David war. Die Geschichte können wir in 1. Samuel lesen. Er wurde geschlagen, weil er unfreundlich war. Gott ist ein zorniger Gott. Aber er ist auch ein barmherziger Gott. Nun, er hat eine Weile den Zorn gelassen. Aber nun will er Barmherzigkeit zeigen heute. Er möchte euch nochmal die Gelegenheit geben, Buße zu tun. Denn wisst ihr, je mehr ihr die geistlichen Leiter beleidigt, desto mehr laufen sie auf eure Segnung. Je mehr ihr sie verspottet, je mehr laufen sie auf eure Segen. Und desto weniger erhaltet ihr. Ihr könnt so stark beten, wie ihr wollt. Ihr kriegt nichts. Selbst der Diener Gottes, selbst Moses, der ist niemals in das versprochene Land gekommen. Warum? Weil er den Herrn missachtet hat. Er hat auf den Felsen geschlagen, statt zu sprechen, wie der Herr ihn gefunden hat. Missachtung ist Respektlosigkeit. Der Herr sucht sich nicht auf, ob nur Volk oder auch Diener Gottes. Auch wir Diener Gottes, ich will zu uns sagen, wenn du irgendwo weißt, dass du deinen Bruder, ein Diener Gottes, auch beleidigt hast, geh und bitte um Vergebung. Weil sonst wird der Herr dein Ministerium fallen lassen. Sonst wird der Herr dein Ministerium
sein lassen. Denn das hat er mit Moses getan. Und der Herr suchte einen anderen Anführer für sein Volk. Dieses Wort ist nicht nur für das Volk, aber auch für die Führer. Die Tatsache, dass wir beleidigen und lästern, ehrt den Herrn nicht. Ihr selber blockiert eure Segnung. Ihr selber blockiert euren Weg in den Sieg. Ihr selber blockiert eure Befreiung. Denn die Diener Gottes können beten, wie sie wollen. Die haben die Macht. Die haben diese Macht. Und wenn ihr das nicht gesehen habt, ist das eure eigene Schuld. Gott will, dass ihr heute Buße tut. Offenbarung Kapitel 3, Vers 19. Apocalypse Talis 3:20 sagt der Herr, Zambalobi, alle die ich lieb habe, ba union so na dingaka, die überführe ich und züchtige ich. Naeba ko beta bango, naeba ko reproche bango avec. So sei nun eifrig und tu Buße. Alors sala makasi o sala o ezabolam. Offenbarung 3:19. Apocalypse 3:19. Der Herr liebt dich. Deswegen ist er heute mit diesem Wort zu dir gekommen. Der Herr will dir nochmal die Chance geben, nach deiner Segnung zu greifen. Der Herr will dir die Chance geben, nach deinem Weg des Erfolges zu greifen. Der Herr will dir die Chance geben, nach deiner Ehe zu greifen. Der Herr will dir die Chance geben, nach deinen Kindern zu greifen. Der Herr will dir die Chance geben, nach deinem Ministerium zu greifen. Aber er sagt, tu Buße. Tu Bela, Salambulam. Tu Buße. Tu Bela. Du weißt, yo, oh, yo, yebi. Du hast eines Jahres in irgendeinem Mitternachtszeitpunkt, du hast einen Diener Gottes beleidigt. Bete. Bondela. Jetzt in diesem Augenblick. Bitte Gott um Vergebung für deine große Sünde, die du ihm gegenüber getan hast. Denn du hast Gott nicht respektiert. Du hast Gott missachtet. Offenbarung sagt der Herr, Apokalypse, ich liebe euch, deswegen möchte ich euch tüchtigen. Und nun tut Buße. Die Gelegenheit ist euch gegeben, Buße zu tun. Betet. Betet so, wie ihr sitzt. Ich bin schon am Ende. Ich bin am Ende meiner Predigt. Mehr Wahrheit habe ich euch nicht zu bringen. Ihr selbst wisst in eurem Herzen, was ihr getan habt. Ihr selbst wisst, wie ihr falsch gelaufen seid. Es sind viele Leute in dieser Kirche vorbeigegangen und gelaufen und sind raus aus dieser Kirche mit Verfluchungen, Verspottungen, Lästerungen gegenüber unseren Hirten, gegenüber unseren Pastoren. Und was ist mit ihnen passiert? Sie sind ausgetrocknet. All die Gaben, die der Herr ihnen gegeben hat, haben sie nicht mehr. Sie sind wertlos. Und der Herr will nicht, dass dir das passiert. Denn du kannst heute hier sitzen und denkst, ja, aber ich behalte meine Gabe. Der Herr wird sie dir entreißen, weil du spottest, weil du lästerst. Das ist deine Gabe. Sei nicht stolz auf dein Herz. Denn durch die Salbung, die über diesen Mann hier geflossen ist, hast du die Gnade bekommen, diese Gaben zu bekommen. Und du erhebst dich als irgendwer, um diese Salbung zu beleidigen. Der Herr lässt sich austrocknen. So wie er diesen einen Baum, Feigenbaum, den er ihnen austrocknen gelassen hat. Lasst uns beten. Lasst uns Buße tun, so wie der Herr uns darum bittet. Denn wir waren nicht würdig vor sein Antlitz. Sag den Herrn, Gott, ich habe heute dein Wort gehört.
Dein Wort ist durch mich gedrungen. Und ich habe begriffen, welche schweren Sünden ich vergehen habe. Ich bin heute zu dir gekommen, Vater, um Vergebung zu bitten. Bete zum Herrn. Bete zum Herrn. Bete zum Herrn. Mein Bruder, verschließ nicht deinen Mund. Bete zum Herrn. Du, der gesündigt hat. Du, der unrein warst. Du, der verspottet hast. Weil du das die richtige Art fandest. Geh und tu Buße. Tu Buße vor den Herrn. Denn der Herr will dir heute vergeben. Und deine Befreiung freisetzen. Und den Weg des Sieges für dich öffnen. Geh und bete. Im Namen Jesu. Nous allons nous tenir debout pour prier. Wir werden aufstehen, um zu beten. Le Seigneur a parlé à quelqu'un cet après-midi. Der Herr hat heute zu jemandem gesprochen am heutigen Nachmittag. Puisque c'est un Dieu d'amour. Weil ist ein Gott der Liebe. Vraiment, c'est un Dieu d'amour. Er ist wahrlich ein Gott der Liebe. Depuis le début de ce mois, seit dem Beginn dieses Monats, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Spricht der Herr zu seinem Volk. Mais beaucoup d'entre nous, aber es gibt sehr viele unter uns, peut-être nous venons accompagner les autres. Vielleicht kommen wir nur, um die anderen zu begleiten. J'ai dit depuis le début de cette année. Ich sagte seit Beginn dieses Jahres. Si tu te rappelles des messages qu'on nous a prêché ici. Wenn du dich erinnerst an das Wort, das uns gepredigt worden ist. Dieu est en train de chercher par tous les moyens de nous récupérer. Gott will uns wieder zu sich zurückholen mit allen Mitteln. Dieu est en train de chercher par tous les moyens de nous conduire sur le chemin de la victoire. Er sucht bei allen Mitteln einen Weg, um uns auf den Weg des Sieges zu führen. Aujourd'hui, heute Dieu a parlé au travers de notre sœur. Hat der Herr gesprochen durch unsere Schwester. Avant que nous puissions entrer dans la prière, ehe wir in dieses Gebet hineingehen, j'aimerais souligner quelques points. Möchte ich etwas unterstreichen. Jean-Charles nous a prêché sur l'identité chrétienne. Berger Jean-Charles hat uns gepredigt über die christliche Identität. Le berger nous a prêché sur la délivrance. Der Berger André hat uns über die Befreiung gesprochen. Aujourd'hui notre sœur nous a prêché. Heute hat unsere Schwester zu uns gesprochen. Sur l'obéissance. Über die Gehorsamkeit. Mais bien aimé, aujourd'hui moi je croyais que c'était moi qui devrais prêcher. Meine Lieben, ich dachte, dass ich heute predigen werde. Mais Dieu est Dieu. Aber Gott ist Gott. Le thème que j'avais prévu aujourd'hui, das Thema, das ich vorbereitet habe, c'était ton langage t'accuse. War deine Sprache, deine Zunge verschuldigt dich. Beaucoup de choses notre sœur nous a dit ici. Viele Dinge, die unsere Schwester hier gesagt vous savez, hat. Le Saint-Esprit, wisst ihr, der Heilige Geist nous communique des choses, il veut parler à son peuple. Kommuniziert Sachen zu uns, wenn er zu seinem Volk sprechen möchte. Peut-être si j'avais prêché ici aujourd'hui, vielleicht wenn ich heute hier gestanden hätte, um zu predigen, beaucoup de gens devraient dire que le pasteur est en train de viser quelqu'un. Hätten viele gesagt, der Pastor visiert irgendjemanden. C'est comme aujourd'hui. Es ist wie heute. La sœur a prêché. Die Schwester hat tu zu uns peux aussi gesprochen. Avoir l'impression qu'il est en train de viser quelqu'un. Du kannst auch denken, dass jemanden visiert. Mais quelle coïncidence! Aber was für ein Zufall! C'est que le Saint-Esprit was der Heilige Geist will, que nous puissions changer. Es heißt, der Heilige Geist will, dass wir uns ändern. Il a mis devant toi quelqu'un qui te conduit. Er hat jemand vor dir platziert, der dich leitet. Un serviteur devant toi. Ein Diener, der vor dir ist. Mais toi, tu ne respectes pas ce serviteur. Aber du respektierst diesen Diener nicht. Or, nous voyons le Seigneur qui dit à Josué. Obwohl wir sehen, der Herr sagt zu Joshua. Il dit, c'est toi. Moi, je te bénis toi, et c'est toi qui vas bénir ce peuple. Er sagt, Joshua, ich werde dich segnen und du wirst das Volk segnen. C'est toi qui vas donner ce pays à ce peuple. Du wirst das Land in diesem Volk geben. Mais bien aimé. Meine Lieben, ta bénédiction deine Segnung trouvera la source d'où wird woher ihre Quelle erlangen. Si toi, tu n'obéis pas les conducteurs, wenn du nicht den Leiter
Gehorsamkeit zeigst. J'ai toujours dit, ich sagte immer, même un petit inférieur à toi que j'ai donné des responsabilités, der jünger ist als du, dem ich die Verantwortung gegeben obéis-le. Habe, gehorche ihm. Est-ce que toi tu obéis? Gehorchst du? Pose-toi cette question. Stell dir die Frage. Est-ce que toi tu obéis le serviteur de Dieu? Gehorchst du den Dienern Gottes? Je disais la fois dernière dans le veillée de prière. Ich sagte neulich beim Nachtgebet. Qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Wer bist du, die Diener Gottes zu richten? Dieu lui-même il juge ses serviteurs. Denn Gott selber richtet seine Diener. Dieu lui-même il punit ses serviteurs. Gott selber bestraft seine Diener. La sœur nous a dit que Moïse n'est pas entré dans Canaan. Moses ging nicht rein. Puisque Dieu l'a puni. Weil Gott ihn bestraft hatte. Nous voulons prier. Wir möchten beten. Combien de fois as-tu bien parlé des serviteurs de Dieu? Wie oft hast du schlecht über die Diener Gottes gesprochen? Je parle de serviteurs de Dieu en général. Ich spreche über die Diener Gottes im Gesamten. Combien de fois? Wie oft? Quelles sont des vidéos que vous êtes en train de distribuer actuellement à cause des serviteurs de Dieu Welche quelque Videos part? Welche Videos tut ihr gerade im Internet verstreuen? Überall. Puisqu'il y a un serviteur qu'on a attrapé nu avec une femme quelque part. Weil es gibt einen Diener Gottes, der gefallen ist, nackig mit einer Frau. Tu en as distribué combien? Wie oft hast du diese Nachricht weitergesendet? Puisqu'il y a eu des incendies entre des serviteurs de Dieu. Weil es Streitigkeiten gibt. Combien zwischen de vidéos as-tu publié? Wie viele Videos hast du geteilt? Mais tu viens le dimanche. Aber du kommst sonntags. Pour demander la bénédiction auprès de l'Éternel. Die Segnung des Herrn zu erbitten. La bénédiction est conditionnée. Die Segnung ist konditioniert. À l'obéissance de ses serviteurs. Und zwar an der Gehorsamkeit der Diener Gottes. Est-ce que toi tu obéis? Aber bist du gehorsam? Est-ce que toi tu obéis? Bist du gehorsam? Par rapport à l'identité, aufgrund der Identität, nous ne devons pas agir comme les gens qui sont dans le monde. Wir dürfen nicht wie die Menschen agieren, die in der Welt Ce sind. N'est pas puisque le monde distribue des vidéos. Es heißt nicht, weil die Welt Videos verteilt. Que nous aussi nous devons distribuer des vidéos. Dass wir das auch tun müssen. Moi, il y a quelqu'un, deux ou trois personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Mir kamen schon zwei, drei Leute entgegen, die mir sowas gesendet haben. Il y a un ami qui est aux États-Unis, je l'ai bloqué jusqu'à présent. Ein Freund aus USA, ich habe ihn blockiert. C'était un meilleur de mes amis, je l'ai bloqué. Es ist einer meiner engsten, aber ich habe ihn blockiert. Il y a beaucoup qui m'ont envoyé des vidéos, j'ai dit arrête. Viele haben mir Videos gesendet, ich habe gehört auf. Je suis serviteur de Dieu. Ich bin ein Diener Gottes. Ce n'est pas ce genre de vidéos que tu peux m'envoyer. Und du kannst nicht solche Arten von Videos senden. Pour que je ne puisse pas obéir aux autorités qui nous conduisent. Weil ich nicht die Diener Gottes gehorche, die vor mir sind. Que ce soit les autorités du pays. Sei es die Diener que des Landes autorités spirituelles. Oder geistliche Führer. J'ai averti beaucoup sur mon portable. Viele habe ich ermahnt durch mein Telefon. Et je continue toujours à avertir. Und ich werde es auch weitermachen. Toi, chrétien, aber du bist ein Christ. Combien de fois tu as averti les gens qui t'envoient des vidéos? Wie oft tust du die Menschen ermahnen, die dir solche Arten von Videos senden? Sur de serviteurs de Dieu. Über Diener Gottes. Combien de fois? Wie oft? Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu? Zerstörst du das Werk ou tu es Gottes, en train de construire l'œuvre de Dieu? Oder zerstörst das Werk des La Herrn? La malédiction est sur toi. Die Verfluchung liegt Combien auf dir. Combien de vidéos as-tu envoyé? Wie viele Videos hast du verwendet? Combien de serviteurs as-tu critiqué? Wie viele Diener Gottes hast du gespottet? Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion. Gott gibt dir heute diese Gelegenheit. Il dit aujourd'hui si vous écoutez sa er voix, sagt, wenn ihr heute meine Stimme n'endurcissez pas vos cœurs. Verschließt nicht eure Herzen. Je te pose la question. Ich stelle dir noch einmal die Combien Frage. De vidéos as-tu relayé dans les internets? Wie viele Videos hast du schon im Internet verteilt? Des serviteurs de Dieu. Von Dienern Gottes. C'est devenu à la mode. Es ist ein Trend geworden. C'est de ça que la sœur a parlé. Darüber hat unsere Schwester heute gepredigt. Ne croyez pas qu'elle a parlé seulement pour le pasteur Denk que je suis. Redet nur über mich als Pastor. Pour le berger Panzou, berger Charles, Panzo, oder, et peut-être pour d'autres serviteurs. Oder für irgendwelche andere, die hier sind. Non, elle a parlé en général. Aber sie sprach im Generellen. Ferme les yeux, nous voulons prier. Schließe die Augen, wir möchten beten. Le Saint-Esprit t'a interpellé. Der Heilige Geist hat zu dir gesprochen. Il est là, il t'a interpellé. Er ist da, er hat zu dir schon gesprochen. Il continue à t'interpeller. Und er redet weiter zu dir. J'ai dit, il continue à t'interpeller. Ich sage dir, er redet il weiter. Il te montre combien de vidéos tu as envoyées aux autres. Er zeigt dir, wie viele Videos du an andere gesendet hast. Il te montre cela. Er zeigt es dir. Le Saint-Esprit t'interpelle, ma sœur, mon frère. Dich, mein Bruder, meine Schwester. Combien de serviteurs as-tu insulté? Wie viele Diener Gottes hast du beleidigt?
Là où tu es. Dort, wo du bist. Commence à prier. Bete. N'attends pas que je puisse te montrer comment tu dois prier. Warte nicht, dass ich dir zeige, wie du beten non, sollst. Le Saint-Esprit qui est là, aber der Heilige Geist, il est en train de te dire quelque chose. Er sagt dir etwas. Si tu n'es pas concerné, mon frère, auch wenn du nicht betroffen bist, dis à Dieu, Seigneur, sage dem Herrn, donne-moi la force, gebe mir die Kraft, de conserver mon identité chrétienne, meine christliche Identität zu bewahren, que je ne puisse pas me conduire comme un païen, dass ich nicht laufe wie ein que Heide, je ne puisse pas parler comme un païen, dass ich nicht spreche wie ein Heide. Prie, mon frère, prie. Bete, mein Bruder. Rachète le temps, bete, car les jours sont mauvais. Nutze die Zeit, denn die Zeiten sind schlecht. Dieu t'a parlé. Gott hat gesprochen. Ce n'est pas la sœur qui t'a parlé. Nicht die Schwester hat mais c'est le Seigneur qui t'a parlé. Aber Gott hat zu il y a des bénédictions que nous ratons. Wir verpassen Segnungen. À cause des manques de l'obéissance. Aufgrund der Mangel der Gehorsamkeit. Qui peut même bénir son fils? Wer kann selbst seinen Sohn si segnen? C'est lui-ci ne lui obéit pas. Wenn er mir nicht Gehorsamkeit zeigt. Je te bénis Seigneur pour oh, cette Lord, parole. Jesus, je te bénis puisque toi tu as parlé à nos cœurs, Seigneur Jésus. Je te bénis l'Éternel puisque toi tu veux que nous obéissons, Seigneur Dieu. Les autorités établies, Seigneur. Le serviteur de Dieu que toi tu as donné l'autorité pour conduire ton peuple. Oui, Seigneur. Des fois, nous leur manquons du respect. Des fois, Seigneur Jésus, nous leur manquons du respect, Seigneur. Et nous venons près de toi, Jésus, pour chercher la bénédiction. Seigneur, wir sind Seigneur, die, die in Streitigkeiten sind, oh Vater. Pardonne-nous, pardonne ton peuple. Gott, wir sind ein sündhaftes Volk, Gott, vergebe uns. Pardonne ton peuple, Seigneur. Vergebe uns, Seigneur, weil wir nicht die anerkennen, die pardonne du vor uns nous, platziert Seigneur, hast. Gott, vergebe uns, weil wir keinen Respekt oui, Seigneur, zeigen Jesus. Vor diejenigen, die vor uns sind. Tu as vu notre manière de se conduire, Seigneur. Tu as vu notre manière de nous de manquer Wahrheit, du respect, Gott, Seigneur. Wir lügen, Gott, vor deinen Dienern, envers Seigneur. Wir haben keine Demut serviteurs. Vor deinen Dienern, oh Yahweh. Voilà pourquoi toi tu Gott, vergebe uns, Vater, wenn du willst, dass auf deinen richtigen Weg zurückkehren. Im Namen Jesus Christus. Dieu d'amour, je te bénis. Gott der Liebe, ich preise dich. Ton amour est immesurable. Deine Liebe ist unermesslich groß. Puisque tu as vu que l'Éternel nous sommes ancrés dans le mal. Du hast gesehen, dass wir im Schlechten hineingeraten. Le mal de manque d'obéissance envers tes serviteurs. Weil wir keine Gehorsamkeit gegenüber deine Diener haben. Et surtout à cause des temps que nous vivons actuellement. Vor allem aufgrund der Zeit, in der wir heute leben. Beaucoup parmi nous, Seigneur. Sehr viele unter uns. Nous avons envoyé des vidéos à gauche à droite. Wir versendeten Videos links und rechts. Pour humilier tes serviteurs. Um Diener Gottes zu demütigen. Pour parler mal de tes serviteurs. Um schlecht über deine Diener zu sprechen. Beaucoup même dans cette église, viele Seigneur, selbst hier in dieser Kirche, Gott, ont parlé aussi mal de tes serviteurs. Haben schlecht über deine Diener gesprochen. Oh, toi tu veux que ce peuple ne puisse pas périr. Obwohl du willst, dass dieses Volk nicht verloren geht. Voilà pourquoi tu nous as envoyé cette deshalb parole. Hast du dein Wort gesendet. Toi qui dis, qui es-tu pour juger mon du serviteur? Sagst, wer bist du, um meinen Diener zu richten? Qui es-tu? Wer bist du? Seigneur, Herr, c'est-à-dire toi tu veux que le peuple es heißt, du willst, dass das ne Volk puisse pas nicht s'intercaler entre les affaires de, ton, de tes serviteurs et toi. Zwischen den Dingen deiner Diener und dir. Car toi tu es le Dieu qui pignore aussi denn du bist der très Gott, fort tes serviteurs. Der auch sehr streng deine Diener zurechtweist. Je te prie pour ce peuple de l'Arche du Ciel. Ich bete für das Volk Arche du Ciel. Je te prie pour ce peuple de l'Arche du Ciel. Ich bete für das Volk Arche du Ciel. Tout celui, Seigneur Jésus, jeder Einzelne, qui s'est retrouvé dans ces choses, der sich wiedergefunden hat in diesen Geschichten, à gauche, à droite, links oder rechts, des publications de vidéos sur les serviteurs, in veröffentlichen von Videos von Dienern au travers Gottes, le monde entier, durch die ganze Welt, Seigneur, va pardonner. Allmächtiger Vater, vergebe. Va pardonner, Seigneur. Vergebe. Toute personne, Seigneur, jede Person, qui s'est retrouvée dans des distributions de vidéos, der war bei der Veröffentlichung manquant von les autorités établies, über die Autorität, que ce soit des autorités religieuses, seien es religiöse que ce soit des autorités d'État, seien es des chefs d'État, de reines, in jedem Ländern, Gott, ich bitte dich, va pardonner. Vergebe.
va pardonner. Vergebe. Cher Saint-Esprit. Heiliger Geist. Agis à nous, Seigneur Jésus. Handle in uns. Que cette parole, Seigneur, möge dieses Wort puisse rester gravé dans nous. In unserem Herzen gemeißelt enfin, bleiben. Seigneur Jésus, damit, Herr Jesus Christus, que nous puissions obéir à cette parole. Wir Gehorsamkeit zeigen. Car l'obéissance, denn die Gehorsamkeit vaut mieux que le sacrifice. Ist viel besser als nous das jeûnons, Opfer. Seigneur. Gott, wir fasten. Nous prions, Seigneur. Gott, wir beten. Nous te cherchons. Wir suchen dein Mais Gesicht. Seigneur, pendant que nous n'obéissons Aber pas. Gott, wir sind nicht in der Gehorsamkeit. Voilà pourquoi tu dis l'obéissance vaut Deshalb mieux que le sacrifice. Deshalb sagst du lieber die Gehorsamkeit als das Opfer. Pardonne ton église. Vergebe deiner Kirche. Pardonne l'arche du ciel. Vergebe Arche du ciel. Pardonne ton peuple. Vergebe deinem Volk. Que nous puissions, Seigneur Dieu, mögen wir wahrhaftig rester sur notre identité. In unserer Identität bleiben. Notre identité chrétienne. Die Identität, die christliche. C'est-à-dire se comporter comme es toi, heißt, Jésus. Sich zu verhalten wie du, Parler Jesus comme Christus. Toi, Seigneur. Es heißt, so zu sprechen wie S'attacher du, à toi, es Seigneur heißt, sich Jésus. An dich festzubinden. Enfin, que Seigneur Dieu, damit, allmächtiger nous puissions Gott, voir wir deine Herrlichkeit. De bénédiction Sehen deine Segnungen, pleuvoir dans nos vies. Die du vorbereitet hast für Bénis, unser Seigneur, Leben. Ta servante, segne deine Dienerin, qui nous a parlé de ta die part. Zu uns gesprochen hat von Dein dir. Seigneur Jésus, möge allmächtiger Herr, travers de ton esprit, durch deinen Geist, que tu puisses encore lui donner davantage, mögest du ihr noch mehr geben. Sois élevé, sei gepriesen, au nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Nous t'avons ainsi prié. Haben wir gebetet. Amen. Amen. Acclamons très fort pour wir Jésus. Applaudieren den Herrn. Halleluja. Amen. Wir können Platz nehmen. Tosef sika ofanda. Ein sehr starkes Wort. Ilobamoko ya makasi. Das Wort Gottes sagt es um Sprüche 18:21. Ilobananzabibis bisena Proverbe 18:21. Tod und Leben. Pouvoir ya. Tom, accord? Ja. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Das heißt, was lassen wir aus unserem Mund heraus? Denn das bestimmt über Leben oder Tod in unserem Leben. Möge der Herr seine Dienerin segnen. Wir wollen dem Herrn nun geben. Und dafür bitte ich euch, dass ihr eure Opfergaben vorbereitet, um dem Herrn zu geben. Und ich bitte die Anbeter natürlich nach vorne zu kommen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Toyebi parole ezale makasi meto kumisa nzambe. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement Jésus. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est unique hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement Jésus. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, moi je me chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie et chaque jour. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec moi, Jésus, je régnerai à jamais. Oui, moi, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie et chaque jour. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Jésus est bon, oui. Oh,
Schwester Elaine für das Opfergeld zu beten. Na, bunde die von Ofranto Kanimis. Allmächtiger Herr Gott, wir danken dir für diese Opfergabe. Danke Gott für jeden Einzelnen, der in diesen Korb hineingelegt hat. Gott, ich bete dafür, dass du dieses Geld segnest, segne dieses Opfer, segne jeden Zehnten, jeden einzelnen Beitrag deiner Kinder. Ich bete dafür, dass dein Blut es reinigt, Gott. Und möge dieses Geld, Gott, Yahweh, in deinem Dienst, Gott, Vater, Yahweh, angenommen werden. Vater, empfange es, Gott, Yahweh, als eine Opfergabe der Wohltat. Auch dort, wo es bewahrt wird, Gott, lassen wir, Yahweh, die Schatzmeister in deinen heiligen Händen, Vater. Mögest du sie segnen und gebe auch an denen es mangelt, Vater, damit sie in deinem Haus bringen, Vater. Denn du sagst, glückselig ist der, der gibt, o Yahweh. Wir preisen dich. Im Namen Jesus Christus haben wir gebetet. Amen. Wir können Platz nehmen. Dovandi. Es gibt keine neuen Ankündigungen der Woche. Außer die Ankündigung, dass ihr bitte, sobald ihr euch von eurem Platz entfernt, eine Maske tragt. Ich sehe auch keine neuen Gesichter. Deswegen bitte ich den Pastor nach vorne zu kommen, um das Abschlussgebet zu tätigen. Nous avons un petit communiqué. Wir haben nur eine Ankündigung. Moi, je trouve toujours c'est très lourd lorsque. Ich finde es immer sehr schwierig. Nous trouvons, c'est comme si il y a seulement une catégorie de gens qui travaillent à l'église. Es ist, als gäbe es nur eine Kategorie von Menschen, die in der Kirche arbeiten. Et nous voyons tous les dons. Wir sehen die Gaben. Toutes les grâces. Die Segnungen. C'est toujours dans les mêmes personnes. Befindet sich in denselben Menschen. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Versteht ihr das nicht? Vous voyez par exemple la sœur Hélène, c'est elle qui interprète ici. Ihr seht Schwester Hélène, sie übersetzt. C'est elle qui est en train de jouer au niveau des synthés. Sie spielt das Klavier. Elle est en train d'entonner les cantiques. Sie leitet die Lieder an. Et vous allez voir, elle dirige aussi des prières. Ihr seht, sie leitet auch die Gebete. Est-ce que cela ne vous interpelle-t-il pas? Will es euch nichts sagen? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi ça? Habt ihr schon mal diese Frage gestellt? Pourquoi seulement les mêmes personnes? Warum sind es dieselben Gesichter? Vous allez trouver 4, 5, 6 dons dans une même personne. 6 Gaben in einer Person. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Habt ihr schon mal diese Frage gestellt? Puisque vous ne voulez pas travailler pour le Seigneur. Es heißt, weil ihr nicht für den Herrn arbeiten möchtet. Les gens ne veulent pas travailler pour Jésus. Die Menschen wollen nicht für Jesus arbeiten. Vous voulez travailler seulement pour votre compte personnel. Ihr wollt nur für euer eigenes Konto arbeiten. Et parfois c'est très lourd. Und es ist manchmal sehr c'est très schwer. Pour eux de faire 5, 6 choses à la fois. C'est très lourd, ça pèse. Sachen gleichzeitig zu machen. Même moi, je commence à les sentir que non, selbst ich spüre je n'ai plus la même force. Dass ich nicht mehr die gleiche Kraft habe wie davor. Mais le Seigneur vous a appelé. Aber der Herr hat euch doch alle berufen. C'est pour ce service que le Seigneur vous a appelé. Für seinen Werk hat er euch berufen. Que ce soit les papas. Seien es die Väter. Que ce soit les mamans, seien es die Mütter, que ce soit les jeunes, oder die Jugend. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Wir sind im Dienst le Gottes. Seigneur nous dit la moisson est grande. Der Herr sagt, das Ackerfeld mais ist groß. Peu d'ouvriers. Aber es gibt zu wenige Mitarbeiter. Mais vous voulez laisser tout entre les mains des jeunes. Aber wir wollen alles in die Hände et der Jugend sont le lassen. Même qui font tout à l'église. Und sie sind die gleichen, die alles in der Kirche machen. Et vous. Und ihr. Alléluia. Amen. Soyez quand même interpellés. Es muss euch irgendwie wieder zu euch bringen. Nous voulons que cette chose change. Wir wollen, dass sich die Dinge ändern. Moi, je sais, quand j'ai commencé ici à Berlin, ich weiß, als ich in Berlin angefangen habe, c'est Maman Ange qui entonnait des cantiques à l'église. War es Maman Ange, die in der Kirche gesungen hat. Elle chantait tellement bien que non. Sie sang wirklich schön. Les gens ne voulaient pas rater l'église. Die Leute wollten nicht mehr den Gottesdienst verpassen. Non, il faut pas se cacher. Je parle de toi, du Maman. Du musst dich nicht verstecken. Ich spreche über dich. C'est ça mon défaut, puisque je parle tout devant les gens. Das ist meine Schwäche. Ich plaudere. Elle chantait très bien, also très, trop bien même. Gut. Mais aujourd'hui. Aber heute. Élie le sacrificateur avec quel âge? Wie alt war Elia, der Hohepriester?
Alléluia. Amen. Le problème est que nous ne voulons pas travailler das pour Problem le Seigneur. Ist, wir wollen nicht für den Herrn arbeiten. N'attendez pas que Wartet nicht, les gens viennent de l'extérieur pour travailler. Dass die Leute von außerhalb kommen, um hier zu arbeiten. C'est vous que le Seigneur appelle. Euch hat der Herr berufen. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Das Ackerfeld ist groß, aber es gibt zu wenige Ne te pose pas de questions, il ne faut pas se dire que non, moi je ne sais pas peut-être faire telle chose. Sag mir nicht, nein, ich kann das noch nicht, ich kann das mais noch nicht. Mais dis Seigneur, je suis disposé aber à te servir. Herr, ich bin verfügbar, um dir zu dienen. Mais c'est lui-même qui va te donner cette grâce. Und er selber wird dir diese Gnade geben. Alléluia. Amen. Moi, quand je vois les gens comme des Naomi prêcher, des Gershom, Naomi sehe, wie sie predigen, oder Gershom, celle qui est devant ici prêcher, oder, die hier sind, wie sie predigen, et je vois là où elles viennent, und ich sehe, woher sie kommen, je dis, Seigneur, je te bénis. Sage ich, Gott, ich preise dich. C'est-à-dire, toi aussi, tu peux faire encore mieux que eux. Es heißt, du kannst sogar noch besser machen. Mais dispose-toi pour le Seigneur. Aber stelle dich bereit für dispose-toi. Den Herrn. Stelle dich verfügbar für den Herrn. Pourquoi nous nous attachons seulement à nous? Mais l'œuvre de Dieu nous abandonne. C'était ça mon interpellation. Nous allons tenir debout pour clôturer. Ich möchte gerne, dass wir uns erheben, zu beten. Puisque bientôt Jean-Charles va partir, on va encore être en réduction de nombre de serviteurs. Demnächst wird uns auch der Berger Jean-Charles verlassen und werden noch mal weniger. Nous voulons que les autres puissent venir s'ajouter. Und wir wollen, dass neue kommen, zu dienen. Les frères Kems. Die Brüder Kems. Hein? Faut venir s'ajouter, ma sœur. Faut venir s'ajouter dans l'œuvre de Dieu. Meine Schwester, du musst kommen, dich hinzuzufügen im Werk Gottes. Viens, ma sœur, passe devant. Komm, meine Schwester. Passe devant. Komm nach vorne. Oui, viens. Je vais prier pour toi. Ich möchte für dich beten. Dieu me dit que tu aimes le Seigneur, mais Gott tu hésites beaucoup. Gott sagt mir, du liebst den Herrn, aber du zweifelst. C'était pas prévu que je puisse prier pour es toi. Es war nicht geplant, dass ich für dich bete. Non, regarde-moi. Schau mich bitte an. Parce que quand tu me regardes, je vois des choses. Denn wenn ich dich sehe, anschaue, sehe ich Dinge. Le Seigneur me dit ceci. Der Herr sagt mir. Tu l'aimes. Du liebst ihn. Mais tu hésites toujours. Aber du zögerst. Tu t'occupes plus de tes choses. Du kümmerst dich mehr um deine eigenen Angelegenheiten als die Dinge Gottes. Les difficultés que tu as. Die Schwierigkeiten, Écoute-moi, je connais pas ta vie. Ich kenne dein Leben nicht. Puisque tu négliges l'œuvre du Seigneur. Die Schwierigkeiten, die du hast, sind, weil du Gottes Sachen vernachlässigst. Tu es quelqu'un que le Seigneur a interpellé depuis longtemps. Du bist jemand, zu dem Gott schon sehr lange gesprochen hat. Et tu as décidé, tu as dit, tu vas donner ta vie au Seigneur. Du hast gesagt, du wirst dein Leben an Jesus geben. Tu le fais par séquence. Du machst es aber nur in Il y a des mois que tu t'attaches à Dieu. An Monaten bist du gebunden. Il y a des mois que tu lâches Dieu. An anderen Monaten lässt du wieder los. Le Seigneur me dit ceci. Der Herr sagt mir. Si t'es lâché comme toi, tu le Wenn lâches. Er dich loslassen würde, wie du ihn loslässt. Lui, si t'es lâché seulement une heure. Wenn er dich nur eine Stunde loslassen c'est fini. Würde, dann wäre es vorbei für dich. Puisque tu connais tes combats. Weil du kennst deine Kämpfe. Tu as été combattu beaucoup dans ta vie. Du wurdest sehr stark bekämpft in deinem Leben. Mais c'est le Seigneur qui t'a protégé. Aber der Herr hat dich bewahrt. Je ne connais pas ta vie. Ich kenne nicht dein Leben. Ta vie dein Leben était rempli des échecs. War erfüllt mit Niederlagen. Mais Dieu Aber tu fais grâce de temps à autre. Gib dir die Gnade ab und zu. Mais ton amour est limité par rapport Aber à Aber deine Liebe ist limitiert. Dieu veut que tu puisses te donner en lui. Gott will, dass du dich gibst. Je vais prier pour toi. Ich werde für dich beten. Je vais prier pour ton cœur. Für dein Herz. Ce n'est pas toi. Nicht du bist es. Mais c'est l'ennemi. Aber der Feind. Qui ne veut pas que tu puisses entrer der nicht dans will, ta bénédiction. Dass du in deine Segnung hineingehst. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour toi. Viele Dinge hat der Herr für dich vorbereitet. Il y a beaucoup ici, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me montre. Ich weiß nicht, warum es mir der Herr zeigt. Prions le Seigneur. Lass uns beten. Dieu d'amour, je te bénis. Gott der Liebe, ich preise dich. Puisque toi, tu nous connais plus que nous-mêmes. Du kennst uns besser als wir uns selber. Tu connais ma sœur plus qu'elle-même. Du kennst meine Schwester besser als sie selber. Voilà pourquoi, Seigneur, je la recommande entre tes saintes mains. Ich gebe sie in deinen heiligen Händen. Tu as parlé à son cœur, Seigneur du Jésus, hast ihr Herz gesprochen. Par rapport à son amour, aufgrund ihrer Liebe, l'amour séquentiel, die Liebe mit Abständen, l'amour qui a des pauses, die Liebe, die Pausen hat, l'amour par rapport à des temps, à des moments, die Liebe aufgrund der Zeit. Seigneur, je te bénis puisque toi, tu y as Dis un mot par rapport à sa vie. Ich preise dich, weil du zu ihr Leben gesprochen hast. Je viens la recommander maintenant entre tes saintes mains. Seigneur, que son cœur puisse être disposé à toi. Verfügbar sein für dich.
Elle est comme Paul, sie ist wie Paulus, qui dit, der sagt, le bien que je vais faire, das Gute, das ich tue, je le fais pas. Tue ich nicht. Mais le mal que je hais, aber das Böse, c'est ce que hasse, je fais. Ist das, was ich tue. Qui me délivrera? Gott, wer wird mich befreien? Seigneur, Herr Vater, c'est toi qui peux la délivrer. Du kannst sie befreien. Viens dans sa vie. Komm in ihr Leben. Agis dans sa vie. Handle in ihr Leben. Cher Saint-Esprit, Heiliger Geist, commence à œuvrer maintenant. Fange an und arbeite. Commence à toucher son cœur. Berühre ihr Herz. Commence à toucher son cœur. Berühre ihr Herz. Commence à transformer sa vie. Transformiere ihr Leben. Oui, agis. Handle. Une fois de plus, agis. Noch einmal handle. Que ta puissance, dass deine Allmacht, commence à agir. Anfängt zu handeln. Afin que ces chaînes tombent. Damit die Ketten maintenant fallen, au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Les chaînes qui l'empêchent, die Ketten, die sie à se présenter régulièrement devant dass toi, sie sich präsentiert vor deinem heiligen Thron, que cela commence à tomber, dass sie fallen im Namen Jesu. Car Seigneur Jésus, denn wahrhaftig Jesus elle aussi, la fille d'Abraham, ist sie auch eine Tochter Abraham, agit dans sa vie, Seigneur, in ihrem Leben, qu'elle puisse t'aimer, Seigneur dass Dieu, sie dich liebt, puisque toi tu nous dis dans ta parole, du sagst in deinem Wort, aime ton Dieu, liebe deinen Herrn, de tout ton cœur, mit deinem ganzen Herzen, de toute ton âme, mit deiner ganzen Seele, de toute ta force, mit deiner ganzen Kraft, et de toute ta pensée, und mit all deinen Gedanken, Seigneur, Herr, que tout esprit, Seigneur Jésus, de distraction l'éternel, qui l'écarte de ta voix, Seigneur, commence à quitter sa vie maintenant, au nom de Jésus. Agis dans sa vie. Afin qu'elle puisse se décider pour toujours. Agis, Seigneur. Puisque toi tu dis, du sagst, personne ne peut venir auprès de toi kommen, si toi tu l'attires. Wenn du nicht ça fait longtemps que toi tu l'as pas. Hast du zu ihr Seigneur, Herr, agis qu'elle puisse prendre une décision handle, pour la vie. Sie eine Entscheidung ihres Lebens enfin, wird. Seigneur Jésus, damit, Herr Jesus, qu'elle puisse Jesus, entrer dans sa destinée. Sie in ihre au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Que le Seigneur te bénisse. Möge der Herr dich segnen. Nous allons prier pour clôturer. Wir beten, zum Abschluss zu kommen. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir sagen danke. Merci pour ton amour. Für deine Liebe. Manifeste au travers de cette parole. Die du gezeigt hast durch dieses Wort. Car il y a beaucoup de nos bénédictions qui ont été bloquées. Viele unserer Segnungen wurden blockiert. À cause de manque d'obéissance. Aufgrund der Mangel der Gehorsamkeit. Et aujourd'hui, tu as utilisé ta servante, Seigneur, du hast deine Dienerin heute dazu benutzt, pour que nous puissions écouter ces choses. Damit wir diese Dinge hören. La Bible nous dit, tu envoyas ta parole, die Bibel sagt, du hast dein Wort gesendet, et ta parole est délivra, und dein Wort hat befreit, ta parole est guérie. Dein Wort hat geheilt. Seigneur, je suis convaincu que Gott, cette parole, ich bin bezeugt, a délivré quelqu'un cet après-midi. Dass dieses Wort jemand heute befreit hat. Je suis convaincu, Seigneur, ich bin 100% que überzeugt, cette parole a apporté la guérison eine Heilung dans la vie d'une personne. Im Leben einer Person gebracht je hat. Te bénis l'Éternel, Vater, ich preise dich, puisqu'il y a quelqu'un qui a pris une bonne décision eine gute Entscheidung getroffen par rapport à son identité chrétienne. Seiner christlichen Identität. Puisque ta parole nous dit, dein Wort sagt, vous êtes dans ce monde, ihr seid in dieser mais vous Welt, n'êtes pas de ce monde. Aber ihr seid nicht von nous dieser pouvons Welt. Pas se comporter wir können uns nicht comme so les gens de ce monde. Wie die Menschen voilà dieser pourquoi Welt. Toi tu nous as parlé. Deshalb hast du gesprochen. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dankbar. Que cette parole, Seigneur, möge dieses Wort puisse rester gravé dans nos cœurs in unseren Herzen verschlossen et à bleiben. Tout moment, l'Éternel, und zu jeder Zeit, que nous puissions, Seigneur Dieu, l'avoir devant nous. Lass uns dieses Wort vor uns lorsque, tragen, Seigneur Jésus, wenn wir l'ennemi nous amène vom Feind bedrückt dans la désobéissance envers tes serviteurs. Ungehorsamkeit führt gegenüber deiner Diener. Merci pour tout. Danke für alles. Je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Lass dein Volk in deinen Händen. Tu nous dis dans ta parole, du sagst in deinem Wort, tu es lent à la colère, du bist langsam zum Zorn, riche à bonté, aber voll an Güte. Seigneur, denn que ta bonté, Seigneur, möge deine Güte puisse, Seigneur Dieu, nous être donné dans cette uns église, gegeben sein in dieser Kirche, afin que tu ne puisses pas nous détruire, Seigneur, damit uns nicht zerstörst. Bénis ce peuple, Seigneur, segne dein Volk, qui a été longtemps dans la malédiction, das lang in der Verfluchung dans war, des blocages, in Blockierungen, à cause, aufgrund, Seigneur Dieu, de manque d'obéissance, der Mangel der Gehorsamkeit, à des autorités, an die Führer, à des serviteurs, an die Diener Gottes, que toi tu as établi, die du etabliert hast. Puisque ta parole nous dit, dein Wort sagt toute uns, autorité vient de jede Dieu. Autorität kommt von Gott. Seigneur, Herr, bénis ton peuple. Segne dein Volk. Pardonne ton peuple, Seigneur. Und vergebe auch deinem Volk.
Nous recommandons, Seigneur Dieu, notre semaine qui va bientôt commencer entre tes saintes mains. Lassen unsere neue Woche in deinen heiligen Händen. Que tu puisses accompagner tout un chacun de nous. Mögest uns begleiten. Va bénir nos familles. Segne unsere Familien. Va bénir nos maisons. Segne unsere Häuser. Va bénir tout ce que nous faisons, nous entreprenons. Alles, was wir unternehmen werden. Car auprès de toi, Seigneur, denn neben dir, Gott, nous vient le succès, kommt der la réussite kommt der, et l'élévation. Die Erhebung. Bénis ton peuple. Ich bitte dich, élève ton peuple, dein Volk, erhebe dein Volk, afin que Seigneur Dieu, damit, Herr Jesus ce peuple Christus, puisse t'adorer, te glorifier, und dich loben kann. Que la paix, dass dein Frieden, la grâce und die et la communion du Saint-Esprit puissent nous accompagner uns begleiten, aujourd'hui heute, et à jamais für immer, jusqu'à ce que nous habiterons dans la maison de l'Éternel. In deinem Haus weilen werden, au nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Acclamons pour le Wir Seigneur. Applaudieren den Herrn. Wir sind zum Schluss angekommen. Ich bitte euch beim Rausgehen auf jeden Fall eure Masken zu tragen.